Für die bankrotte italienische Fluggesellschaft Alitalia liegen 7 Kaufofferten vor, die nach dem Ablauf der Angebotsfrist jetzt geprüft werden. Unter den Bietern, die von der Konzernspitze nicht offiziell benannt wurden, sind auch EasyJet und die Lufthansa. Die deutsche Fluggesellschaft teilte mit, Alitalia nicht in Gänze, sondern nur Teile des Unternehmens übernehmen zu wollen. Zudem habe man ein Konzept vorgelegt, mit dem die chronisch finanzschwache Alitalia aufgepäppelt werden soll. Italienische Zeitungen berichten, der Lufthansa-Plan sehe unter anderem vor, rund 6.000 Stellen bei Alitalia zu streichen, sowie die Zahl der Kurz- und Mittelstreckenflüge zu verringern. Alitalia hatte im Frühjahr Insolvenz angemeldet und Staatshilfen in Höhe von über einer halben Milliarde Euro erhalten.